kann mich noch erinnern, dass wir immer bestimmte Dinge machen mussten, so den Arm heben und morgens ein Lied singen mit erhobenem Arm. Und ich hoffe, dass sowas nicht noch schlimmer wird, was wir jetzt erleben. Ich habe eine Freundin, die sollte sich impfen lassen, die lebt im Altersheim und sie wollte das eigentlich gar nicht. Hallo meine Lieben, ich schäme mich ein bisschen. Ich bin die Esra und ich arbeite im Pflegeheim. Ich bin eine Pflegefachkraft und ich musste täglich sehen, wie viele Menschen sterben ohne ihre Angehörigen, ob es an Corona ist oder nicht. Das heißt, die durften nicht rein länger als 30 Minuten, die Alten, also deren Eltern oder wer auch immer, zu sehen. Und ich musste zusehen, wie Menschen elendig sterben, wie alte Leute gezwungen werden, sich zu testen, obwohl wir wissen, dass die nicht krank sind. Und das ist der Grund, warum ich meinen Beruf aufgegeben habe. Ob die jetzt an Corona sterben oder an einer anderen Krankheit, das ist klar, dass die sterben. Die sind sowieso immungeschwächt. Ein 94-Jähriger, also, naja, Dankeschön. Kann ich noch mal kurz die gelben Karten sehen? Ich habe viele verteilt. Du. Du bist jetzt mal? Ich bin Daniel, ich bin 28. Danke. Wer hat alles noch eine gelbe Karte? Bitte mal hochhalten. Hello Berlin! Ich bin eine Abgeordnete der Ecclesia Corona und trage das in unser vor. Amen. Ja, hallo, servus. Ich mache das ja nur, damit ich die Maske... Das ist der Herr mit die armen Kinder in Wien. Nein. Die armen Kinder. Christen sind, weil ich bin Österreicher. Hey. Lauter! Und dann... Und euch sage ich danke, danke. Es ist für unsere Gesellschaft in Zukunft möglich, ohne Anführer etwas zu erreichen. Wir brauchen keine Anführer, nur die Führung unseres Herzens. Dankeschön. Schön laut reden. All right. Schön lauter. Jawohl. Bleibt stark, bleibt freiheitlich, ne? Hallo, guten Tag. Schönen Tag euch noch, danke. Hallo, ich bin Veronika und ich bin für Pfingsten hier aus Rheinland-Pfalz angereist. Meine Damen und Herren, ich wende mich jetzt nochmal an die Menschen im Atrium bei der Demonstration. Ich sehe auch, dass ganz, ganz viele von Ihnen eine Maske tragen, ob Sie das nun toll finden oder nicht. Dafür erstmal herzlichen Dank.
alle, die noch keine Maske tragen, bitte ich, eine aufzusetzen, eine Mund-Nasen-Bedeckung. Es sei denn, Sie haben einen Attest. Das ist ja mittlerweile bekannt. Wie gesagt, achten Sie bitte auch auf Abstände, dass Sie nicht zu nah beieinander sitzen. Und sehen Sie es bitte einfach sportlich. Wenn Sie auf Abstand gehen, dann sehen die anderen auch viel mehr, wie viel Sie eigentlich sind. Da müssen wir wirklich drauf bestehen. Niemand will Ihnen hier erzählen, dass es Spaß macht, eine Maske zu tragen. Machen wir auch nicht gerne, muss aber sein. Herzlichen Dank. Noch mal ganz kurz, nur zwei Minuten. Bitte nehmt euren Müll wieder mit. Dann möchte ich mich noch mal für heute... Für die, die hier noch bleiben, es gilt dann immer noch eine Mund-Nasen-Bedeckung und das Abstandsgebot. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.